Für die Floorball-Damen vom MFBC Leipzig-Grimma stand am letzten Samstag allerhand auf dem Spiel. Im Halbfinale gegen die Red Devils aus Wernigerode hatten sie bereits das erste Spiel knapp mit 2:3 verloren und mussten sich durch einen Sieg im zweiten Spiel die Chance für den Einzug ins Finale erkämpfen. Während im ersten Drittel auf beiden Seiten zahlreiche Chancen liegen gelassen wurden, sollte sich dies dann im zweiten Drittel ändern. Nach Vorlage von Virginia Kunkel kann Alexandra Kürth für den MFBC die Führung erzielen. Im weiteren Spielverlauf sollten dann auch in diesem Drittel keine Tore mehr fallen. Noch gab sich der Gast aus Wernigerode nicht geschlagen, doch sollte ihnen ein Treffer auch im dritten Drittel weiterhin verwehrt bleiben. Im Gegensatz dazu legte der Gastgeber nochmals nach. Elena Böttrich erhöht auf 2:0. Bis dahin hatte das Team Leipzig-Grimma das Ziel Spiel 3 erreicht, doch gaben sich die Red Devils noch immer nicht geschlagen. 3,5 Minuten vor der Schlusssirene konnte Marie Suske auf 1:2 verkürzen. Auch wenn beim Red Devils-Anhang nochmals Hoffnung aufkeimte, Nathalie Berger machte diese mit ihrem Treffer zum 3:1 Endstand zunichte. Ob die Damen des MFBC Leipzig-Grimma im dritten Spiel den Finaleinzug geschafft haben, sehen Sie mit allen Toren in unserem nächsten Regionalmagazin.